musst da stehen bleiben, du musst hier in Overwatch gehen. Und einfach nur tierisch viel Glück haben. Position. Und falls du stirbst, gehst du auch noch in Overwatch. Du hast keine Punkte mehr. Ja, also ein Ziel ist es, 6 Terminatoren hier unten hinzubringen. Ich hab das Gefühl, es werden auch nur 6. Ja, du stell dich mal dahin, mach die Tür auf, geh in Overwatch. Du rückst auf. Du rückst auch auf. Kein gutes Gefühl bei der Sache. 3 Punkte haben wir jetzt über für Ladehemmung, die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Gucken wir mal. Ich hoffe, kein weiterer Terminator stirbt. Erster Schuss Ladehemmung. Schon haben wir noch 2 Kommandopunkte. Ein Command-Punkt. Obstruction removed. Weapon jammed. Kein Command-Punkt. Unjamming weapon. Okay, Gideon hat es schon mal geschafft. My bolter is jammed. Oder auch nicht. Okay. Kommt noch mehr, kommt noch mehr. Es kommt alles von hinten. Was ja eigentlich ganz gut ist, da können wir nach vorne uns weiter durcharbeiten. Gut, dass wir endlich Munition haben. Ladehemmung, die wir gleich beheben müssen. Und ihr kommt nicht in die Schussfeld. Das ist schade. Okay, okay. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin, dass wir nur einen Verlust haben. 3 CP. Kommt schon. So, du gehst nicht in Nahkampf. Wir vergessen das einfach mit dem Nahkampf. Nie Nahkampf. Außer hier Guard-Modus, das vielleicht noch. Das war, glaube ich, der einzige Weg, wie wir ein wenig was umgebracht haben mit dem Hammertypen. Aber ja, Unjam. Stirb. Jetzt. So, verdammt. Du. Gehst dahin. Gehst da dann in Overwatch mit den Command-Punkten. Mit jedenfalls mit einem. Er rückt ein bisschen vor. Let them fall before us. So, du, genau, Overwatch. Du gehst hier hin. Schießt eventuell. Schießt aber nicht. Okay. Gehst auch noch Overwatch. Sehr gut. Du rückst auf. Wie schaut es hier hinten aus? Hier hinten kommen ganz viele. Du gehst mal einen Schritt zurück. Gehst in Overwatch. Du behebst die Ladehemmung. Gehst in Overwatch und du gehst einfach so in Overwatch. Kannst nicht weiter nach hinten. Und ich glaube, damit wäre die Runde soweit durch. Also der dürfte keine Gefahr darstellen. Die hier, 1, 2, 3, 4, 5, könnten eine Gefahr sein. Aber nicht wirklich, weil von da auch geschossen wird. Also ja, diese Runde dürfte keiner von uns sterben. Eigentlich. Ladehemmung. Ich glaube, wir hatten 2 Kommandopunkte noch über. Also haben wir jetzt nur noch einen. Immer noch einen. Noch ein Blip, noch ein Blip.
Alle hier hinten, ja. Und das ist so eine größere Blip-Version, die ist komisch. Sagt die taktische Karte. Taktische Karte sagt nur hinten Blips. Ja, okay. Das heißt, Sergeant Lorenzo, du kannst dich mal da hinstellen. Advance, Brothers. Und dann später in die Richtung einfach immer wieder Feuerschutz geben. Du gehst dahin. Du gehst hinterher. Moving ahead. Du gehst rückwärts. Gehst in Overwatch. Securing area. Du gehst rückwärts. Gehst in Overwatch. Und der hier müsste eigentlich mal vorwärts gehen in Overwatch, weil sonst kommt er später nicht hinterher. Und da er hier ist, dürfte eh keiner nah genug rankommen. Also ja, so. Rückseite gesichert. Vorne. Du, geh mal vor. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt die Assault Cannon. Scipio. Scipio, geh mal da rein. Nein, du bist gar nicht die Assault Cannon. Die Assault Cannon ist dahinter, das durchgeglitscht. Okay. Scipio, dreh dich mal. So, Assault Cannon. Das Ding, das in die Luft fliegen kann. Aber nur, wenn es schießt. Also kann der auch schon mal dahin. So, 4 Punkte haben wir über. Wie viele brauchen wir für Ladehemmungen? Ich schätze höchstens 2. Also könnte er hier sich bewegen? Ja, er ist der Einzige, der sich bewegen kann. Du? Warum kann ich den nicht auswählen? Ah, bist schon ausgewählt. So. Yes, my lord. Okay. Einer über. Turn. Müssten jetzt eigentlich alle hier in die Stormboote reinlaufen. Nur ein Command-Punkt. Denkt dran. Oh, von da kommt was. Okay. Kommt noch ein neuer Blip. Ja, von vorne. Nicht so schön. 3 CP. Kann man mitarbeiten. Also du. Geh einfach mal in. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Overwatch. Du. Nee. Geh mal 2 vor. Hat nicht getroffen. Nee. Wie schaut es hier oben aus? Kein Blip. Kein Blip. Also wir brauchen hier oben schon mal keine Punkte für Ladehemmung. Hier könnten wir 1 oder 2 brauchen. Also kannst du ruhig noch ein Feld vorgehen. Mist. Und hier jetzt in Overwatch gehen. Du rückst nach. Du rückst nach. Du rückst nach. Du... gehst einfach mal, ohne Overwatch zu gehen. Und die ziehen sich zurück. So. So. Ihr geht trotzdem in Overwatch, falls da ein Blip mehr herauskommt und der gleich schießen kann. Das würde bei ihnen jetzt aber nichts bringen, weil der Blip gar nicht erst so weit hinkommt. Also kannst du hier wieder rückwärts laufen. So. Flamer hat noch Punkte. Dann geh doch mal bitte hier hin. Damit wäre Squad Lorenzo durch, weil er braucht seine 2 Punkte hier. Nicht wirklich, aber er kann sich ja nicht mehr bewegen. Okay, kurz taktische Karte. Der Blip wird abgeschossen von Gideon. Der Blip wird abgeschossen von dem. Alles gut. Das wollte ich nicht rückgängig machen, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich den Zug beenden. Du, geh mal wieder dahin, bitte. Torkel, 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 Torkel. So, End Turn.
Ein Ziel. Putsch. Nächster Blip. Kommt noch nicht ran. Okay. Ein Blip von hinten. Neuer Blip. Gleich aufgedeckt anscheinend. Resuming fire. Sind das immer einzelne Blips oder sind das ein Blip, der aufgedeckt wurde, aber die sind alle hier drin gespawnt? Komisch. Na gut, der muss gleich sterben. Also jetzt 5 CP. Sehr schön. Du, geh mal einen Schritt vor. Und noch ein bisschen vor. So. Eins. Dann das spawnen sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Theoretisch dürften sie nicht rankommen. Praktisch, wenn ein Blip aufgelegt wird und es sind mehr als einer, können die anderen davor oder daneben abgelegt werden. Das heißt, er könnte auch hier spawnen und dann wären es 1, 2, 3, 4, 5 und tot. Also, sie, ja. Overwatch. Rest läuft durch. Also, geht gemächlich, wie ein Terminator halt geht, durch. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Denn in allen anderen Büchern und so weiter sind Terminatoren nicht wirklich langsam. Die können sich ziemlich schnell bewegen, trotz der schweren Rüstung. Aber ja, Details und so. Taktische Karte. Einen Blip oben rechts. Der wird erstmal gekonnt ignoriert. So. Du rückwärts. Und Overwatch lohnt nicht, weil da keiner in der Zeit hinkommt. Also nochmal rückwärts. Gideon hat Punkte über. Gideon kann jetzt auch einen Schritt zurückgehen. Tür ist ja offen. Und die Leute von da kommen, können da um ihn rumgehen. Overwatch. 4 Punkte über. Und eigentlich alles Wichtige erledigt. Ja, eigentlich schon. Das heißt, wir können Punkte verbraten. So. Jetzt haben wir noch 2 über für Ladehemmungen. Die werden nicht angeschossen. Der wird eventuell angeschossen. Also können wir noch einen Punkt benutzen. So. Kurz überprüfen. Alle Aktionspunkte verbraucht. Endturn. Und die kommen gleich von hier. Komm schon. Jo. Noch ein Blip von hinten. Aber viel zu weit weg. Und das war schon. 1 CP. Nee. 5 CP. So, du wartest. Du gehst zurück und gehst in Overwatch. So. Du stellst dich dahin, drehst dich nach da um und gehst später rückwärts, so wie er das vorher gemacht hat. Und er dreht sich um und geht ganz normal Richtung Ausgang. So. Du dahin. Du schießt einfach zweimal. Genau. So, du könntest da schon mal hin und nächste Runde raus oder hier hingehen und nach da abdecken. Wobei, die meisten werden da rauskommen und gleich abgeschossen werden. Also sehe ich nicht so viel Sinn da drin. Ich glaube, ich schicke ihn einfach schon mal raus. So. Du dahin. Du dahin. Du dahin.